Seit 100 Jahren sind wir unterdrückt. Ein stolzes Volk, das sich nur noch bückt. Doch Patrioten stehen gemeinsam da und schlagen den Teufel zurück in die Hölle. Wenn wir wieder einen Kaiser hätten, er fördert Wohlstand und sprengt die Ketten. Für sein Volk und sein Land tut er seine Pflicht und das ganze Land erspalte nicht. 1935 als Gesetz verfasst, wird uns heute der Reichsbürgerstempel verpasst. Wenn plappern sie den Medien nach, ich sag nur toll gemacht. Du gehorsames Schal. Aufklärung hilft, man kann es kaum glauben, auch wenn sie uns zum Teil die Nerven rauben. Stolz auf mein Land in Schwarz-Weiß-Rot. Haltet zusammen, unser Volk ist in Not. Wenn wir wieder für sein Volk und sein Land tut er seine Pflicht und das ganze Land erstrahlt in Licht. Für Thron und Reich, für Thron und Reich, für Thron und Reich, für Thron und Reich. Das deutsche Geld in alle Welt, ich weiß nicht, ob dir das gefällt. Wo Rinderflaschen sammeln gehen und Fachkräfte nur Däumchen drehen. Am deutschen Wesen wird die Welt genesen. Stolz auf mein Land in Schwarz-Weiß-Rot. Haltet zusammen, unser Volk ist in Not. Wenn wir wieder einen Kaiser hätten, für sein Volk und sein Land tut er seine Pflicht und das ganze Land erstrahlt im Licht. Mein Freund da drüben ist ein Patriot, nichts damit Nazi, du Vollidiot. Er liebt nur sein Land in Schwarz-Weiß-Rot. Wenn wir wieder einen Kaiser hätten, er fördert Wohlstand und sprengt die Ketten. Für sein Volk und sein Land tut er seine Pflicht und das ganze Land erstrahlt in Licht. Ich liebe dieses Land, bin ein Patriot. Einen wunderschönen guten Abend Stefan. Ja, ich muss mal beginnen mit Eigenlob. Ja, unsere Hoodies, ja, unsere langärmlichen, ne, die sind absolute Multifunktionskapuzenjacken. Ja, also die helfen gegen Kälte, die schützen jetzt im heißesten Juli seit Hunderttausenden von Jahren, ja, aktuell 19,5 Grad, ja, also die sind so geil, die machen deine ganze Umgebung kalt, ja, also anders kann man sich das ja nicht erklären, 19,5 Grad zeigt mein Thermometer an und das im heißesten Juli aller Zeiten, also tipptopp, ja, muss man nicht bis zum Winter warten, die gehen immer. Vielleicht
zieht man die auch einfach an und dann braucht man keine Sonnencreme mehr. Oh, auch eine gute Idee, ja. Wer weiß, wozu so ein Hoodie gut ist. Ja, vor allem zum Beispiel, wenn mal der Strom ausfällt, das soll ja gelegentlich vorkommen. Im Rahmen der grünen Energiewende ist das auch nicht zu vermeiden, ja. Wer weiß, ja, und wogegen man das auch noch gebrauchen kann, ist auch klar, Carsten, Mückenschutz, ja, also ja. Der ist undurchstechbar, zumindest von Mücken, ja. Ja. Ich glaube, die Politik, ja, die würde sich freuen, wenn sie sowas hätte, mit dem sie sich wappnen könnte, gegen die harmlosen Fragen der Journalisten auf der abschließenden Bundespressekonferenz, die wir heute erleben konnten. Ich habe mir so ein paar Auszüge vom Olaf gegeben, habe lang hin und her überlegt, ob es zumutbar ist, das unseren Zuschauern zu zeigen. Ich hatte wirklich die Befürchtung, dass sie währenddessen einschlafen. Insofern habe ich mich dagegen entschieden. Danke. Stefan, es gab doch unter dem kleinen schwulen Maler gab es so Spezialeinheiten, die nach Relikten des Altertums und sagenhaften Sachen suchen sollten. Ich habe so das Gefühl, die Fancy könnte mittlerweile auch so eine Truppe aufstellen, die nach dem Unsichtbarkeits-Cape suchen sollen. Ja, denn das, ich glaube, das könnte zu Höchstpreisen in die Versteigerung gehen im Augenblick. Also, was ich gelesen habe, zunächst einmal müsste diese Truppe, von der du gesprochen hast, das fehlende N suchen. Ja. Du hast recht. Das ist der nächste. Und das N ist böse, Stefan. Das N ist böse. Der nächste Buchstabe, der auf die Strichliste kommt. Das ist jetzt die Frage. Ja, man hat nämlich heute, oder ja, heute war es. Haben wir aber dabei, nicht verderben. N vergessen. Das gibt's nämlich, das geht nämlich so schön auf nachher. Aber Carsten, das ist ja auch schwierig. Es ist ja ein Wort aus einer Fremdsprache. Ja, da kann das schon mal passieren. Und vor allem, wenn es dann so richtig schnell gehen muss. Also auf einmal und 13 Jahre vorher hat man sich einfach Zeit gelassen. Na gut, starten wir, dann sehen wir's. Genau, so machen wir das. Und wir steigen auch gleich voll ein. KI belastet Stromversorgung. Amazon zahlt 650 Millionen Dollar an ein AKW. Ja, nicht wundern, das ist von April schon. Aber wenn wir mal überlegen, was man uns ja jetzt so alles erklärt. Ja, wie konnte man das überhaupt zulassen? Warum hat man da nicht Amazon gleich das Betreiben dieser KI verboten? Ja, als lebensgefährlich für die ganze Welt? Naja, dass die Gefahren von KI unterschätzt werden, das ist das eine, dass die, und darauf zielst du ja nun ab, der grünen Energiewende einen Strich durch die Rechnung machen könnten, ist das andere. Wobei wir wirklich aufatmen können, ja, denn die meisten Rechenzentren stehen wohl in Irland. Das liegt daran, dass Irland innerhalb der EU ein Steuerparadies ist und deshalb haben sich da viele US-amerikanische Unternehmen angesiedelt, die ja führend in der KI-Entwicklung sind. Ja, die Deutschen haben da mal wieder das Nachsehen. Es hätte mich ja auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Aber dass man jetzt dieses Thema bringt, wo man ja bei uns in weiser Voraussicht auf die Zukunft die AKWs einfach abgeschafft hat, nach dem Motto, viel zu gefährlich, ja, braucht man nicht mehr. Dass dann jetzt, wie wir schon berichtet haben übrigens, ausgerechnet ja Bill Gates hergekommen ist und gesagt hat, Mensch, wir brauchen unbedingt so Mini-AKWs, ja, denn sonst kriegen wir das mit dem ganzen Stromverbrauch nicht in den Griff. Ja, und jetzt wissen wir auch, warum, denn noch hat ja, soweit ich informiert bin, Bill Gates Aktien an Microsoft und Microsoft ist wiederum an einem der größten und bekanntesten KI-Entwickler OpenAI beteiligt, die diesen diese KI-Chat GPT vertreiben mit sehr viel Erfolg. Stefan, Moment.
Also von einem Wir hat er, glaube ich, zu keinem Zeitpunkt gesprochen. Er forscht da dran. Ja. Und also für mich hörte sich das nicht danach an, als wenn das irgendwas mit der Allgemeinheit zu tun hätte. Nein, die Allgemeinheit darf es nur finanzieren und er schöpft die Gewinne davon ab. Ja, das kennen wir doch mittlerweile. Das ist dieser berühmte Spruch, den ich immer gerne zitiere. Kosten sozialisieren, Gewinne privatisieren. Das hat übrigens ein anderer reicher Schnösel, ja, versucht. Der wollte nämlich in Hamburg, ja, dieses Gebäude von dem Benko, was da jetzt seit einem Jahr als Bauruine ist, angeblich oder vermeintlich fertigstellen, aber nur, ja, wenn die Stadt Hamburg die Hälfte des Gebietes, die Hälfte der Flächen in diesem Gebäude dann anmietet. Ja, so. Ansonsten würde er es natürlich nicht machen. Das wäre ja zu hohes Risiko. So, wir testen heute mal, wie weit das Ganze fortschreitet in Sachen Meldungen, die sich immer wieder wiederholen, wo immer wieder ein bisschen was Neues kommt, aber nicht wirklich was dabei raus. Ja, so zum Beispiel hier. Warum Milliarden in Wasserstoff investiert werden? Bis 2045 soll Deutschland klimaneutral werden, also die Wirtschaft komplett weg. Auch mit Hilfe von Wasserstoff. Die Bundesregierung will einen Großteil aus dem Ausland importieren. Doch das ist schwierig und könnte dauern. Hier ist man mal ganz galant über das lange Dauern alleine beim Errichten der Infrastruktur drüber hinweggesprungen und bringt einfach mal schon das nächste Problem mit ein. Das Problem zum einen ist ja die Herstellung. Und die Infrastruktur wird hier durchaus nochmal erwähnt. Man spricht ja von 10.000 Kilometer Leitungen, die gebraucht werden, damit der Wasserstoff vom Erzeuger zum Verbraucher kommt. Ja. Also das Erste, was mir da eingefallen ist und auch aufgrund der Überschrift ist, wir geben im Moment, oder wir wollen, das ist der Plan, wir wollen die eine Abhängigkeit aufgeben, richtig? Das ist die Abhängigkeit von Erdöl, ja? Deshalb hat man ja auch entschieden, das Verbrenner aus, in der EU zum Beispiel, ja? So, gut. Was machen wir anstelle dessen? Anstelle dessen, dass wir sagen, also jetzt haben wir ja nun aus dieser Abhängigkeit gelernt, jetzt produzieren wir also Wasserstoff ausschließlich selbst. Dann müssen halt die entsprechenden Produktionsstätten gebaut werden. Bei uns im Land, das Deutschland heißt. Nein, man macht genau dasselbe wieder. Ja, man macht sich wieder abhängig. Stefan. Ist das jetzt Zufall oder verstehe ich das? Nein, du hast das nicht verstanden. Ja, das habe ich mir ja gedacht. Ja, pass auf, ich erkläre es dir. Der Wasserstoff, ja, das ist dann klimaneutral. Das verhält sich wie mit den E-Rutschen. Ja? Wenn die fahren, sind sie klimaneutral. Das Betanken oder das Produzieren im Fall vom Wasserstoff ist wahrscheinlich nicht klimaneutral. Ja? Deswegen darf man das dann halt hier nicht machen. Ja? Ich warte, dass die Anweisungen kommen. E-Autofahrer, bitte über die Grenze fahren. Dort die Akkus füllen, ja, dann ist der Vorgang, der nicht klimaneutral ist, nämlich im Ausland passiert und nur die Fahrzeuge hier fahren. Und genauso sieht es mit dem Wasserstoff aus. Benutzen ja, produzieren nein, weil für die Produktion könnten ja klima nicht neutrale Szenarien in Frage kommen. Also mir gefällt dein Vorschlag, also beziehungsweise deine Erklärung. Dann könnte man das aber doch auch so machen, dass wir die Grundstücke, ja, auf denen diese Produktionsanlagen stehen, einfach verpachten an eine ausländische Macht, zum Beispiel an die Amerikaner. Ja, die dürfen dann auch ihre Stars and Stripes auf dem Grundstück hissen. Das wird auf 120 Jahre verpachtet. Die produzieren dann dort den Wasserstoff und den nehmen wir dann ab. Das wäre dann ein bisschen, ja,
einfacher mit der Versorgung, weißt du, sonst müsste man ja, du weißt schon, so viele Kilometer Leitung verlegen. Ah, Stefan, da habe ich eine Idee, wo wir das erste bauen könnten. Ganz bei mir in der Nähe. Ja, Lützen, da gibt es doch dieses schwedische Hoheitsgebiet, dieses kleine Stückchen. Ja! Da könnte man doch die Schweden fragen, ob sie dort nicht ein Wasserstoffkraftwerk hinbauen wollen. Unterirdisch. Weil ich glaube, das Grundstück ist echt zu klein, Carsten. Na, man kann doch hochbauen. Stimmt. Ja. Ja, stimmt. Im Vorgarten. Das ist ja wahrscheinlich das höchste Wasserstoffkraftwerk Europas. Gut, also das ist eine tolle Idee. Wir harren der Erfüllung. Ja. BASF Ohrfeige für Habeck. Wenn der Werksleiter mit Deutschland abrechnet. Europas größter Chemiekonzern BASF kehrt Deutschland still und leise den Rücken. Jetzt hat der Leiter der Ludwigshafener BASF-Werks bei einer Veranstaltung Klartext gesprochen. Für Bundeswirtschaftsminister Robert wäre es eine wichtige Lehrstunde gewesen. Oh, hat er geschwänzt? Ja, schade drum. Das bedauert der Fokus auch an gleich zwei oder drei Stellen. Ich habe hier nur einen Ausschnitt rausgenommen. Also der Werksleiter sagt ja, dass eben Standortpatriotismus, den ja Habeck eingefordert hat, trotz seiner desaströsen Energiepolitik, was bedeutet, bleibt hier, auch wenn es euch Kopf und Kragen kostet, ist ja euer Problem, nicht meins, also nicht seins. Sagt jetzt BASF, ja, das ist natürlich jetzt auch opportun und das wird einem niemand krumm nehmen. Oh, wir machen einfach 11 Fabriken und 14 Teilanlagen zu, ja, am Stammsitz, am berühmten Ludwigshafen, ja. Unter anderen Bedingungen würde man das nicht verstehen und die Gewerkschaften würden sehr wahrscheinlich massiv protestieren. Aber anstelle dessen, was passiert? Nichts, ja. Es wird gesagt, Schweigen im Wald. Ja, es gibt auch keine Reaktion der Politik. Nur nach dem Motto, ja, können wir jetzt nicht irgendwas tun, dass die doch hier bleiben, dass die nicht ins Ausland gehen? Nix. Ja? Wie du halt gesagt hast, am Ende der, wie hast du gesagt, am Ende der Energiewende ist die deutsche Wirtschaft dann auch weg, nämlich ins Ausland. Ja? Das ist das Ergebnis. Und es wird immer wieder gesagt, und du hast ja auch zu Beginn der Sendung gesagt, wir haben mal wieder die Salamitaktik. Ja, die Dinge werden wiederholt. So langsam könnte man es verstehen, denn wenn man nur wollte. Das Hauptproblem, das können wir natürlich nicht lösen. Die meisten Menschen wollen es nicht verstehen. Die wollen sich damit nicht beschäftigen. Die sind froh, wenn sie nach 8 Stunden Arbeit oder mehr, ja, mehr Stunden Arbeit, vielleicht noch so 4 Stunden Zeit zum Leben haben am Tag. Ja? Und ich verstehe es irgendwie ein Stück weit. Ich weiß es nicht gut, aber ich verstehe es. Ja, und so wird das halt jetzt weitergehen in den nächsten Monaten, solange eben diese Ampelkoalition hier regiert. Und ein Ende ist ja, wenn überhaupt, frühestens erst im, wann ist es, Sommer oder Herbst 25 absehbar. So, jetzt kommen wir zu der tollen Geschichte, die du vorhin schon angerissen hattest, mit dem verbotenen N. Es fing mal so an. Islamisches Zentrum Hamburg verboten. Razzia auch in Berlin. Das Bundesinnenministerium hat am frühen Mittwochmorgen mehrere Gebäude, darunter Moscheen in ganz Deutschland, durchsuchen lassen. Hintergrund ist das Verbot des Islamischen Zentrums Hamburg. Von Razzien betroffen waren auch Berlin. Als kleine Ergänzung dazu noch, es geht durchs Netz, deswegen erstmal unter Vorbehalt, dass das Ganze wohl auf Wunsch Israels geschehen war. Ja, das gibt dem Ganzen natürlich noch etwas mehr Pfeffer. Ja, und dann ging der Eklat auch schon los. Keine Satire. Wegen Tippfehler. Peser verbietet statt Islamisten aus Versehen YouTube-Kanal von Chanel. Fesers Ministerium wollte die Social-Media-Präsenz des Islamischen Zentrums verbieten, vertippte sich aber in der Verbotsverfügung. Stattdessen ist jetzt der YouTube-Kanal der Modemarke Chanel verboten.
Also, man könnte ja fast von zwei Fliegen mit einer Klappe sprechen. Carsten, ich glaube nicht. Ich weiß zwar nicht, ob Madame Faeser auch Chanel trägt. Also bei dem großartigen Gehalt, was sie bekommt, könnte sie sich das durchaus leisten. Also, sie haben natürlich nicht alles falsch gemacht. Das muss man jetzt auch zur Ehrenrettung sagen, ja. Der Lapsus ist halt nur beim YouTube-Kanal passiert, so wie ich das jetzt überblicken konnte, wo man eben den englischen Begriff Channel, ja, für Kanal, eben dummerweise mit einem N wie Nordpol geschrieben hat. Ich finde aber interessant, hier eine Anmerkung, die die Bild-Zeitung uns übermittelt hat. Dort wird zitiert: Niemand versteht, warum Faeser so lange gebraucht hat. Zitat Ende. Ja. Gesagt hat das der CDU-Innenpolitiker Christoph de Vries. Ja. Und was auch interessant ist, Carsten, wie beim Kompaktverbot waren die Medien auch vor Ort, als es losging. Ja, Stefan, und jetzt die Erklärung für die Zuschauer aus deiner Sicht, warum das genau jetzt passiert ist? Oder hast du da noch keine richtige Idee? Also, ich muss sagen, ich habe das Thema zwar wahrgenommen, aber ich habe mich da nicht reingelesen oder so tief reinlesen können. Deshalb überlasse ich die Deutung gerne dir. Ich auch nicht, Ja. aber so erster Gedanke, hattest du ja gestern das Thema, dass der eigentlich immer der Beste ist. Erster Gedanke war sofort, man wollte ein Äquivalent schaffen. Ja, Ja. man ist nicht einseitig. Nein, man geht gegen alle, die man als radikal erkennt, vor. Ja, und da wird niemand besonders bevorzugt. Alle sind fällig. Ja, und da ja jetzt linksradikal, aber was anderes ist. Ja, deswegen hat man halt die Islamisten jetzt erstmal an die Kandare genommen. Ja, absolut, absolut richtiger Gedanke. Ich finde es nur wenig glaubwürdig. Ich finde, Frau Faeser sollte jetzt so konsequent sein und die junge Welt auch noch verbieten. Die wird ja bereits beobachtet und der Verfassungsschutz hat die ja als gesichert linksextremistisch eingeordnet. Da fragt man sich ja auch, warum die noch wirken dürfen und Hass und Hetze in die Welt schmeißen können, angeblich, selbstverständlich nur. Ja, also ich will das gar nicht bewerten. Das ist ja das, was man in irgendwelchen Zeitungsartikeln liest. Also so richtig glaubwürdig macht sie sich mit der Aktion nicht. Glaubwürdig ist hingegen das Gerücht, glaube ich, Carsten, war es, was du gesagt hast, dass es ein Wunsch Israels gewesen sei. Ja, durchaus vorstellbar. Ja, da arbeitet man doch gerne Hand in Hand. Wir kommen zu einem anderen Themenbereich und ich denke mal, das ist alles immer noch nur die Spitze des Eisberges. Krankenkasse DRK meldet Millionenschäden durch Betrug. Erfundene Behandlungen, manipulierte Rezepte oder Behandlungen durch unqualifiziertes Personal. Die Krankenkasse DRK Gesundheit mit Sitz in Hamburg hat in den letzten 2 Jahren Millionenschäden in Rekordhöhe durch Versicherungsbetrug verzeichnet. Tja, ist schon doof, ja, wenn man alle Möglichkeiten dazu bietet. Dann noch das Ganze ja in einer Zeit war, wo Kontrollen nicht allzu sehr stattgefunden haben, wegen Abstand. Und dann wundert man sich mal wieder. Ja, und Millionenschäden, nein, es waren mit Sicherheit Milliardenschäden. Ja, in so vielen Bereichen wie betrogen wurde, abgezockt wurde und so weiter. Und das teilweise sogar gefördert und beworben. Ja, wobei ich sehe das so eher als so ein Ablenkungsthema, genau von dem, was du angedeutet hast, nämlich wer alles Leistungen bezieht, für die ja der deutsche Beitragszahler in diesem Fall für zu den Krankenkassen eben beisteuern muss. Also, dass man jetzt hier
einen Schaden festgestellt hat in Höhe von, Moment, wo war es? 17,6 Millionen Euro, von dem man aber 12,1 Millionen Euro wieder eintreiben konnte oder zurückfordern konnte. Ja, da kann man jetzt sagen, okay, unterm Strich bleiben dann 6 Millionen, auf denen die DAK sitzen bleibt. Das ist ärgerlich genug. Was ich allerdings alarmierend finde, ist, wo man betrügt. Und wir erinnern uns daran, wie viele Skandale wir zuletzt in Pflegeeinrichtungen hatten. Ja, das war vor allem Berlin. Wir erinnern uns, da musste dann die Nachtschicht, die komplett unterbesetzt war, den Notruf wählen, weil sie das alleine nicht mehr bewerkstelligen konnte. Und ich glaube, das ist zwei oder dreimal hatten wir das auch bei uns in der Sendung. Wir sehen eben, dass dieses Thema Pflege leider ein Geschäftsmodell ist, wo ja so mancher unterwegs ist, der keine Skrupel hat, denn die Alten können sich ja nicht wehren. Ja, das ist das Schöne daran. Da kann man richtig Kasse machen. Da rechnet man 5.000 Euro pro Monat ab, ja, hat aber vielleicht pro Patient nur Kosten in Höhe von 1.500 Euro oder ähnlich. Das ist jetzt eine fiktive Beispielrechnung. Und was begünstigt das Ganze auch noch? Der, trotz dass ja so viele gekommen sind, ja, der Fachkräftemangel. Ja. Denn mittlerweile müssen viele vieles über sich ergehen lassen, einfach nur, um überhaupt irgendwie etwas abzubekommen. Ja, und das hat ja im Intro-Lied auch angeklungen, während Fachkräfte eben Däumchen drehen, ja. Und wir ja ein in Anführungsstrichen Phänomen haben, was besagt, dass viele Rentner sich das Leben in Deutschland kaum mehr leisten können. Ja, was für ein Zufall. Gut, wir vermischen jetzt hier ganz viele Themen, das ist uns schon klar, aber das zeigt einfach die Problematik auf, die mittlerweile ja zwar nicht allen bewusst ist, das ist klar, sonst hätten wir ja schon längst eine Revolution, aber wir sehen halt immer mehr, dass es an allen Ecken und Enden kracht, ja, dass es nicht mehr so rund läuft, wie man das über die letzten Jahrzehnte einfach gewohnt war. Ja, Stefan, das Problem ist aber, was wir im Augenblick haben, dass diese ganzen Teilbereiche ja alles nur Türöffner sind, ja. Und wir sind halt ein bisschen übermotiviert und wenn die Tür einmal durch einen so einen Beitrag offen ist, dann fächert sich das gedanklich ja immer gleich auf, was da noch alles mit dazu gehört. So, wir testen mal die Schmerzfähigkeit von YouPoop mit dem nächsten Artikel. Wir haben ihn mal in Teil 1 genommen, da es ja schließlich die Berliner Zeitung berichtet. Nord Stream. Neue Antwort der Bundesregierung, Ermittlungsstand zu Anschlag bleibt geheim. Antwort auf AfD-Anfrage, Berlin will vorläufige Ergebnisse oder ein Zwischenergebnis der Ermittlungen nicht veröffentlichen. So, wir kontrollieren noch mal ganz kurz, ja, nicht, dass jemand hier auf komische Gedanken kommt. Da oben steht das Datum. 23.07.2024. Also von gestern. Stefan, man möchte die weiter geheim halten, aber eigentlich waren sie doch auch erledigt und abgeschlossen. Ja, was denn nun? Also erledigt und abgeschlossen waren oder sind die Ermittlungen für die Anrainerstaaten. Die haben ja alle gesagt, naja, uns tangiert das ja nur indirekt. Ja, also lassen wir mal die Deutschen die Arbeit machen und sollen die doch ihr Steuergeld dafür verwenden. Wir tun es nicht. Ich sehe das aber auch ein Stück weit noch anders. Schauen wir uns das mal bei den RKI-Files an. Ja, da wollte man ja auch nichts veröffentlichen. Ja, wir erinnern uns, was das für ein Eiertanz war. Erst wurde versprochen, maximale Aufklärung, das war im Sommer 23, dann passierte nichts. Und bis man dann eben losgezogen ist, also Medien losgezogen sind, um das freizuklagen. Und Carsten, ich habe hier so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt die Steilvorlage. Ja, und da hat man einfach mal nachgefragt. So, Entschuldigung, wie ist denn der Stand? Dürfen wir den mal haben? Ja. Und hat eine ganz freche Frage gestellt. Ja,
Genau. Eine ganz freche Frage: Warum wurde keine Belohnung ausgesetzt? So ungefähr muss die Antwort gewesen sein. Also auch da sehen wir halt, das funktioniert alles nicht mehr. Ja, also sie kriegen das Thema nicht aus der Welt. Nach dem Motto, ja, das wird schon wieder vergessen und so weiter und so fort. Und dann gibt es ja auch so lästige Hinweise, sind zwar nur Indizien, noch keine Beweise. Das ist diese berühmte Pressekonferenz damals zwischen Biden und Scholz, wo das Thema ja auch lang und breit besprochen und dann ziemlich eindeutig beantwortet worden ist vom Joe Biden. Aber ob man den in einen Zeugenstand rufen kann, das ist doch eher fragwürdig. Ja, die Meldungen mussten ja wirklich beunruhigen. Man hat ihn tagelang nicht mehr gesehen, seit letztem Mittwoch. Ich glaube, gestern ist er zum ersten Mal kurz aufgetaucht. Konnte oder wollte aber nicht sprechen. Aber das ist ein anderes Thema. Hm. Bei uns ist aber alles okay, Stefan. Ja, wir brauchen uns überhaupt keine Gedanken zu machen. Olaf, werde nicht dem Beispiel von Joe Biden folgen. Bundeskanzler Olaf hat derweil angekündigt, wieder als Kanzlerkandidat anzutreten. Prima, sind wir begeistert. Er werde nicht dem Beispiel von US-Präsident Joe folgen, sagte er. Er werde geschlossen mit seiner Partei in die Bundestagswahl gehen. Ich werde als Kanzler antreten, um erneut Kanzler zu werden. Wir sagen es doch. Das ist eine ganz eigene Blase, in der die sich bewegen. Ja? Und dass aber wirklich alles in Ordnung ist, ja, da schiebe ich gleich noch ein paar Weiß nach. Olaf ist zufrieden mit Olaf. Als Olaf Scholz gefragt wird, ob er sich Bidens Rückzug zum Vorbild nehmen will, wird der Kanzler ironisch. Dann lobt er Christian Lindners Vorgänger im Finanzministerium, einen Sozialdemokraten namens Scholz. Seht ihr? Ja? Da, was will man da noch zweifeln? Das sind klare, deutliche Beweise. Ja? Alles ist gut. Alles in Ordnung. Die Besten der Besten sind unterwegs. Und alle anderen sofort einsperren. Mir gefällt das, muss ich sagen. Ja, ja. Also ich meine, dieses Selbstbewusstsein. Ja, endlich mal klare Verhältnisse. Ja, überhaupt keinerlei Zweifel, dass man irgendwas vielleicht falsch gemacht hat. Nein. Dass Erinnerungslücken vielleicht doch nicht pathologisch sind, sondern eher willkürlich, ja. Keinerlei Zweifel. Es gibt ja diesbezüglich auch keinerlei Fragen. Das ist ja so angenehm, wenn die Journalisten einem aus der Hand picken wie Täubchen. Ja? Und wir haben ja nur noch Täubchen im Journalismus. Es gibt ja keine Falken mehr. Leider. Gut. Ja, es ist klar, es steht einfach zu viel auf dem Spiel. Ja? Und da vertraut er einfach nur sich. Und deshalb muss er es wieder machen. Weil du brauchst ja immer 4 Jahre, um all das, was du in den 4 Jahren zuvor vergeigt hast, wieder glatt zu bügeln. Oder fertigzustellen. Oder verschwinden zu lassen. Oder. Nice Friedensgrenze. Ja. Ja, wie sieht's tatsächlich aus? Zum Beispiel so. Thüringer Stadt in Angst. Landrätin fleht wegen Intensivtäter um Hilfe. Abgelehnter Asylbewerber terrorisiert Apolda seit 10 Jahren. Mit einem Hilferuf wendet sich Landrätin Christine Schmidt-Rose wegen eines Intensivtäters an Thüringens Regierung. Ja, die könnte doch auch mal das Merkel anschreiben. Also, die kennt sich doch bestens damit aus. Vielleicht hat die eine Idee. Die wird ihr dann zurückschreiben, liebe Frau Rose, Sie schaffen das. Ja, jetzt ist er einmal da, da ist es so. Da können wir sie ja schlecht zurückschicken. Genau. Ja, geht ja in dem Fall auch gar nicht. Er hat ja keine Papiere aus seinem Heimatland. Und was ich ja irritierend finde, was ja hier auch durchgestochen wird, ist, man weigert sich ja regelrecht, ihn zurückzunehmen.
Ja, das ist natürlich auch praktisch, ja, wenn man offensichtlich, anders ist das ja nicht mehr zu bewerten, Kriminelle einfach nur noch loswerden will. Ja, Stefan, ich weiß aber die. Nee, mach fertig. Ja, die USA haben ja genau dasselbe Problem. Die haben ja auch die ganzen Kriminellen aus Süd- und Mittelamerika mittlerweile bei sich rumhängen. Und das führt zu Problemen. Aber die tun alle so, als hätte das keiner ahnen können. Ich weiß aber die Lösung. Bitte. Man sollte die Landrätin austauschen. Du meinst, sie ist ihrer Aufgabe nicht gewappnet, gewachsen? Ja. Ja. Sowas muss man doch mal für sich in Ruhe alleine klären können. Ja. Oder einfach drüber wegschauen. Da federt die einfach rum. Wo gibt's denn sowas? Naja, vielleicht hat sie sich gedacht, sie kriegt jetzt ganz viel Mitleid. Und dann wird alles besser. Scheinbar sagen aber die übergeordneten Strukturen, ach nö, das ist dein Problem, kümmer du dich mal darum, wir haben genug andere Probleme. Ja? Vielleicht aber könnten, so ist es halt. Vielleicht könnten auch mehr Fachkräfte in Apolda helfen. Also Fachkräfte, die Fachkräfte betreuen. Nein, so weit wollen wir nun dann doch nicht gehen. Doch, das wäre aber logisch. Einfach nur Fachkräfte, der fühlt sich alleine, Stefan. Ach, du meinst, da gibt es zu wenig Fachkräfte. Ja, natürlich. Der fühlt sich einsam. Aber überleg dir die psychische Belastung. Ja, das verstehe ich. Ja? Das verstehe ich. Aber ich würde jetzt der Schmidt-Rose raten, einfach mal die Annalena anzurufen. Die hat da super Kontakte nach Afghanistan. Ja? Die kann da bestimmt für mehr Fachkräfte sorgen. Auch kurzfristig, also schnell unbürokratisch. Ja. Was man kann streichen, sparen und so weiter. Bundesregierung plant erneute kurzfristige Kürzung der Bundeszuschüsse. Oh, wer hätte das gedacht? Deutsche Rentenversicherung, Bund mahnt Verlässlichkeit bei den Zusagen an. Das Bundeskabinett hat heute den Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 2025, den Finanzplan bis 2028 sowie Eckpunkte für eine Wachstumsinitiative beschlossen. Danach sollen die Bundeszuschüsse zur gesetzlichen Rentenversicherung erneut gekürzt werden. In den Jahren 2025 bis 2027 um insgesamt 2 Milliarden Euro. Der Bundestag muss dem noch zustimmen. Ja, also wer hätte denn gedacht, dass man an eigener Stelle spart? So ein Quatsch. Ja, ich finde das interessant. Die deutsche Rentenversicherung macht jetzt zum zweiten Mal mit einer Pressemitteilung auf sich aufmerksam, wo sie den Kurs der Bundesregierung ganz klar und deutlich kritisiert. Ja? Und wenn wir uns mal hier 2, 3 Punkte angucken, die sie so aufführen, das finde ich nämlich interessant. Das sollten die deutschen Rentner auf jeden Fall wissen und auch die zukünftigen Rentner, die jetzt noch für ihre Rente arbeiten müssen. Da heißt es nämlich, die Kürzung der Bundeszuschüsse wäre entgegen der Zusicherung einer festen Finanzierungszusage. So. Es handelt sich bereits um die vierte Kürzung. Ui, innerhalb von 3 Jahren. Ja. Dann geht's weiter. Und das fand ich auch sehr interessant. Die Rücklage der Rentenversicherung ist derzeit noch gut gefüllt, weil seit längerem bereits höhere Beiträge gezahlt werden. Und jetzt kommt's, als eigentlich notwendig wären. Ja, was heißt das im Klartext? Das ist meines Erachtens kein Zufall, dass da die Zuschüsse gekürzt werden. Die haben gesagt, pass auf Leute, wir machen das ganz einfach. Wir setzen jetzt den Beitrag hoch, den die Arbeitnehmer abgeben müssen für ihre Rente. Dann sparen wir uns die Quersubvention aus dem klammen Haushalt des Bundes und schon ist die Sache geritzt. Ja?
Das ist die versteckte Botschaft, die man hier in dieser Pressemitteilung findet. Ansonsten könnte man sich ja denken, naja, das ist vorausschauend geplant. Nein, nein, liebe Freunde, es geht um genau das, was Carsten gesagt hat. Es wird da gespart, wo es niemand wehtut. Und vor allem, doch wehtun tut es natürlich schon, vor allem wird aber dort gespart, wo sich niemand wehrt. Weil man ja froh ist, dass man überhaupt noch was bekommt. Ja, so ist mittlerweile das Niveau. Neue EU-Verordnung macht Bauen noch teurer. Was haben Sie gegen Häuslebauer, Frau an der Leine, von der Leyen? Ja, sie hat nichts gegen die Häuslebauer im Kleinen. Sie haben was gegen Privateigentum. Ja? Wir sehen den Trend überall, Autos am besten auch nur noch mieten oder leihen. Und genauso sieht's mit Wohnraum aus. Lässt sich doch schön mieten. Ja, warum was Eigenes? Nein, das sind dann ja schon die Selbstversorger. Die versorgen sich selber mit Lebensraum. Wie kann denn das sein? Ja. Das ist ja dann komplett das Gegenteil der 15-Minuten-Städte, die man vorhatte. Gut, diese 15-Minuten-Städte brauchen ja Silo-Bebauung, um möglichst viele Leute da reinzupressen. Also die berühmte Käfighaltung wird dann auch für Menschen eingeführt. Das ist alles sicherlich kein Zufall, ja, was hier passiert und dass man auch immer weniger Wohnungen im Moment baut, ist auch Absicht. Das bedeutet ja, dass die Mieten zwangsläufig hoch bleiben beziehungsweise lokal oder regional auch noch steigen. Das heißt, die Menschen müssen immer mehr Geld für Miete ausgeben. Das heißt, davon profitieren dann die Bereitsteller von Wohnraum, sei es kommunal oder privat. Ja, das ist eben gerade so erwünscht und deshalb gibt man sich auch keine Mühe, diese 400.000 Sozialwohnungen zum Beispiel jedes Jahr zu bauen. Gleichwohl, wenn dann ja sozialer Wohnungsbau fertiggestellt wird, das haben wir ja zuletzt auch sehen können, dann kommt er den Neueinkömmlingen zugute, denn es ist ja nicht zumutbar, dass diese 10 Jahre in Containern leben. Ja, Reitschuster hat das Thema Vermögensregister nochmal aufgegriffen. Jetzt also doch, EU will Bürger mit Vermögensregister gläsern machen. Ja, also das gehört für mich zu dem Artikel zuvor auch mit dazu. Ja, denn das ist ja, sind ja alles Bausteine der Agenda. Ja, was ich krass finde, das, was hier in Rot steht, selbst Journalisten können Zugriff auf die Daten bekommen. Also, da sieht man, worum es geht. Ja, das ist wieder dieses typische, ja, gegeneinander aufhetzen und spalten. Ja, weil dann geht es natürlich darum, reich gegen arm gegeneinander auszuspielen und für immer mehr Besteuerung zu sorgen. Ich meine, jetzt mal jenseits, wir sprechen jetzt nicht über illegale Aktivitäten, die zu Reichtum führen. Reich zu sein ist ja keine Schande, wenn man das ehrlich verdient hat. So, das vorausgeschickt. Aber was man hier halt macht, ist so zu tun, als würde das eben denjenigen, die wie gesagt durch ehrliche Arbeit Vermögen geworden sind, als würde man das so mit einem Klacks bekommen oder schaffen. Ja, und das ist ja ein weiterer Punkt, der wichtig zu verstehen ist. Und wenn man jetzt hier das sieht, man hat ja erst eine Machbarkeitsstudie gemacht und jetzt plant man das entsprechende Gesetz dazu. Und bis es dann verabschiedet wird, sagt man allerdings, dass es 1 bis 2 Jahre noch dauern könnte, weil es da eben verschiedene Hürden zu nehmen geht und man sich ja auf den Gesetzestext dann einigen muss, der dann in der nationalen Gesetzgebung umgesetzt wird. Aber wir sehen halt, die EU wird immer mehr zu dem, was wir seit Längerem schon sagen, sie wird zum Vierten Reich. Sie will alle Details der Menschen in ihrem Einzugsbereich bestimmen und kontrollieren können.
Ja, Stefan, und dass man da Journalisten, willfährige Journalisten natürlich gleich mit einbinden will, hat eine gewisse Logik an sich. Ja, die können ja dafür dann sorgen, dass es ein gewisses Money-Shaming gibt, ja, durch die Presse ausgelöst. Oh, guck mal, der hat so und so viel. Schämt er sich dafür nicht etwa? Ja, dann kann man da ja richtig medialen Druck aufbauen und dann funktioniert das mit den Enteignungen oder Verteilungen ja gleich nochmal besser. Sahara Stalinknecht wird sich ins Fäustchen lachen. Alles super. Ja, man darf eins nicht vergessen, das Vermögensregister, sollte es tatsächlich kommen, ist natürlich nur die Vorstufe für eine noch detailliertere, noch eine komplexere und vor allem noch für eine höhere Besteuerung. Und wer meint, es würde dann nur die sogenannten Reichen treffen, der irrt sich, denn per Definition sind alle diejenigen reich, die dem Mittelstand zugeordnet werden und darüber hinaus selbstverständlich. Und die darüber hinaus haben aber genug Möglichkeiten auf Grund dann ihres großen Reichtums, Steuerschlupflöcher zum Beispiel zu nutzen oder durch entsprechende Firmen, Holding- und Stiftungskonstruktionen Geld zu sparen, was dann ja auch mittelständisch betrachtet Wohlhabende nicht können. Und warum machen sie das? Weil die EU daran arbeitet, eine Gesamtverschuldung zu installieren, ja, weil die Bonität, die Schuldenbonität einzelner Mitgliedstaaten gegen Null tendiert, also sich zunehmend verschlechtert. Und was braucht man dafür? Na klar, man braucht einen Garanten. Ja, und das sind dann eben die EU-Bürger, die man dann mittels dieses Vermögensregister zur Kasse bitten kann, ja, wenn es irgendwie knapp werden sollte bei der Rückzahlung von entsprechenden Darlehen für die EU direkt. Wir kommen zu dem ganzen Quatsch in den USA und darf man erstaunt sein über die Meldung, die es mittlerweile hier so gibt. Meuterei gegen Biden, Krimi um die Nachfolge. Zieht Obama auch bei Harris die Strippen? Auch. Was meinen die damit? Auch? Ja, also die meinen doch wohl nicht etwa, er hätte auch beim Joe die Strippen gezogen. So aus dem Partykeller, wie er sich's gewünscht hat. Ja, er hat sich ja beim letzten Besuch im Weißen Haus absichtlich, unabsichtlich oder unabsichtlich, absichtlich verquatscht, als er Joe Biden mit Mr. Vice President begrüßte und dann scherzte, haha, war nur ein Witz. Ja, da haben wir gesehen, dass das, was er dann mal entsprechend geäußert hat, wohl kein Witz ist. Und jetzt sehen wir Weiteres hier, dass er erneut entscheidet, wer wie wo was. Und dann wird hier sein Kumpel auch noch vorgestellt, der Eric Holder, der Justizminister war. Der soll eben dafür sorgen, dass es einen Vizepräsidentschaftskandidaten gibt, der eine lupenreine Weste hat. Das dürfte sehr schwierig werden, so jemanden zu finden. Auf jeden Fall werden sie da wahrscheinlich jemanden suchen, der Der wird nicht die offen. Weste gewaschen haben. Ja, und der dadurch, dass die Weste gewaschen ist, also nicht mehr schmutzig ist, sondern nur noch leicht grau, etwas weniger angreifbar ist. So, und zum Gipfel des ganzen Theaters noch diese Meldung aus dem Spiegel. Auftritt in Swing States. Harris greift Trump scharf an und liegt in Umfragen vor ihm. Also diese Umfragen, die müssen ja so frisch sein, ja, die sind wahrscheinlich noch warm. Kamala Harris steigt voll in den Wahlkampf ein. In Wisconsin arbeitet sie sich an Donald Trump ab. Ihr Ton ist deutlich. Erste Umfragewerte dürften ihre Kampagne beflügeln. Man diese Parallelwelt mal besuchen? So mal einfach mal vorbeischauen, mal gucken, wie da der Wahnsinn so läuft. Carsten, ich glaube, das geht nur mit so einem Blitzdingsgerät von Men in Black, ja, den Film, ja, wo man dann sich an nichts mehr erinnert, ja, Musst erst dann alles würde löschen, das ja. gehen.
ja, dann würde man sehr wahrscheinlich genau da super eintauchen können und fände das ja wahrscheinlich auch total toll, so wie die Kamala Harris, die jetzt in den sozialen Medien gibt es jetzt ein Video, wie sie ein großes Kind mit kleinen Kindern hüpfen und springend durch die Gegend rockt, ja, und das total lustig findet. Ja, also das wird auch noch ein Spektakel werden, Carsten, da bin ich mir sehr sicher. Gleichwohl darf man sie nicht unterschätzen, die ja immer so etwas lächelnd daherkommt, als wäre sie so eine ganz Liebe. Nein, nein, die hat es eben auch faustig hinter den Ohren, ja. Ja, dann ein Thema, was wir vor ein paar Tagen schon angesprochen hatten, das Zensurangebot an Musk. Das findet jetzt auch hier Eingang in den deutschen Medien. Das ist die Abteilung vom Fokus. Fokus. Nee, Fokus. Okay. Fokus. Zensurdeal für X. Elon Musk prangert das Wahrheitsministerium der EU an. Sag mal, was ist denn mit denen los? Wie kommen die auf Wahrheitsministerium der EU? Also als ob die sowas nötig hätten. Also diese deftige Überschrift ist nur vermutlich einem Gastautor zu verdanken, der diesen Artikel geschrieben hat. So klar würde das kein Massenmedium schreiben. Ja, der Marc Friedrichs hat diesen Artikel verfasst. Das ist ein sehr erfolgreicher Buchautor bei finanziellen und wirtschaftlichen Themen unter anderem. Aber es ist eben wichtig, dass das jetzt auch im Mainstream ankommt und nicht nur irgendwo bei X läuft oder in alternativen Medien, sondern dass immer mehr von diesen ganzen Hungeleien, diesen Versuchen, irgendwelche brisanten Dinge unter der Decke zu halten, dass das immer mehr rauskommt. Denn dadurch schafft man natürlich auch Folgendes, dass die, die so gerne im Geheimen und Verborgenen agieren, ja, ins Licht gezerrt werden. Und das mögen sie überhaupt nicht, weil sie sind ja ein lichtscheues Gesindel, ja. Und deshalb machen sie das ja so gerne im Geheimen und im Verborgenen, wie hier. Und ich meine ganz ehrlich, warum sollte sich Elon Musk das ausdenken? Was hätte er denn bitte davon? Vor allem das Interessante, Carsten, ist ja, es gab ja gar keinen Protest. Es hat ja keine andere Plattform laut geschrien oder dementiert und gesagt, das, was der Elon Musk hier behauptet, das stimmt überhaupt nicht, ja? Ist nicht passiert. Unglaublich. Da habe ich mehr Fragezeichen als Ausrufezeichen. Ja, definitiv. Aber erstmal interessant, dass, egal wie, erstmal interessant, dass es überhaupt gebracht wurde. Ja, und das muss, wollte ich jetzt auch noch nachreichen, weil wir ja mitunter nicht so erfreuliche Nachrichten haben, ja. Das dient einfach dem Vorführen. Ja, es braucht leider, ich kann es gar nicht oft genug sagen, es braucht diese Horrorszenarien, an Horrorszenarien grenzende Nachrichten, damit irgendwas passiert in den Köpfen der Menschen. Und das ist natürlich ein Stück weit das Prinzip Hoffnung, aber das ist auch das Prinzip von Informationsschnitzel, ja, von Brotkrumen, die dann irgendwann im Zusammenhang, wenn es dann einen großen Aufwachknall gibt, das komplette Bild erzeugen können. Wir sind durch mit Teil 1. Ich möchte nochmal Dankeschön sagen für die fleißige Beteiligung gestern. Hätte allerdings da 3 Punkte auszusetzen. Ja, wenn schon so viele einen Daumen nach oben geben, warum fehlen dann 3? Kann mir das irgendjemand erklären? Ja, wir sind bei der gestrigen Sendung bei 1697 Likes. Bei 3 mehr wären 1700. Die 3, ja, die zu faul dazu waren, schämt euch. Bin ich nicht in Ordnung. An alle anderen, Wahnsinn. Super. Ja, vielen herzlichen Dank für die Unterstützung unserer Challenge. Ja, wir
legen uns ja immer nur mit den Größeren an, ja. Das macht einfach mehr Spaß, ja, wenn man sich mit Schwächeren anlegt. Das ist ja langweilig, ja. So, in dem Sinne, bitte gerne unsere Sendung liken, wenn sie euch gefallen hat. Gleich geht es weiter nach der Pause. Ja, ich gurgel noch mal ein bisschen, dass meine Stimme schön geölt ist für Teil 2. Und Carsten, Link ist ja schon drinne. Das heißt, es gibt keine Verwirrung, wo was ist. Ja. Nein. Und wir freuen uns auf zahlreiche Zuschauer auch für Teil 2, ja? Genau. Denn man muss eins ganz klar sagen, das dürfen wir, glaube ich, schon noch ankündigen. Jetzt kommt ja der spannende Teil, ja? Und jetzt können wir über die Kokolores-Zeit und die Aufdeckung, die damit zusammenhängt, so richtig vom Leder ziehen, ja? Wird auch mit das Hauptthema sein, ja. Genau, denn anders als bei YouPoop wird bei den anderen Kanälen nicht zensiert und danke dafür. Ja. Bis gleich, beziehungsweise wer jetzt schlafen geht, bis morgen 21 Uhr. Ciao. Gute Nacht und bis gleich.